Hey Leute, mein Name ist Epic Stun und mit dabei ist heute Kata. Hallo! Und wir beide haben hier wirklich zwei richtig, richtig süße Häuschen. Das hier ist das Häuschen von der lieben Kata und da drüben ist mein Häuschen und das ist wirklich so, so, so cool. Wir sehen oben rechts in der Ecke, das ist gerade Freitag 1 Uhr nachts ist, es ist wirklich schon richtig, richtig doll dunkel. Und wenn ich hier unten draufklicke, dann sieht man, na, wie viel Spaß ich gerade habe, wie viel Hunger ich habe, wie meine Hygiene ist und wie viel Energie ich habe. Und hier können wir uns auch eine Arbeit aussuchen. Moment mal, ich kann ein Kassierer sein, ein Holzfäller, ein Pizzabäcker und oh, es gibt wirklich so viele Berufe, die wir machen können und da bekommen mir richtig, richtig viel Geld. Das ist so cool. Es gibt hier auch Fähigkeiten, zum Beispiel Sport oder Schreiben oder Intelligenz oder zum Beispiel Kochen. Und wenn wir viel kochen, dann werden wir immer besser und besser. Das ist so nice. Oh, stimmt. Moment mal. Ich habe ganz doll Hunger. Ich mache mir gerade was zu essen. Oh, sehr cool. Ich habe auch wirklich richtig doll Hunger. Das heißt, ich gehe hier in mein Häuschen rein und da kann ich hier an den Kühlschrank dran gehen. Jetzt kann ich zum Beispiel die Zutaten herausnehmen. Dann hole ich mir ein paar Hotdogs, so und so. Und die Hotdogs kann ich hier auf dem Herd braten. So, ich mache mir ein paar Hotdogs. Und was machst du dir gerade zum Essen? Oh, ich habe mir gerade einen Salat gemacht. Oh, sehr cool. So, ein paar Hotdogs machen bitte. So, zack, zack, zack. Das ist wirklich so cool. Jetzt brate ich dir hier ein bisschen, so und so. Dann kann ich sie gleich essen und dann habe ich auch nicht mehr so doll Hunger. Das ist sehr gut. Oh, sehr cool. Ich habe was Neues gelernt, nämlich kochen. Okay, dann kann ich mich hier an den Tisch setzen und meine Hotdogs essen. Okay, jetzt habe ich ein paar Hotdogs gegessen. Jetzt habe ich nicht mehr so doll Hunger, aber naja, ich habe nicht so viel Spaß. Okay, warte mal. Dann würde ich sagen, ich besuche die liebe Kata in ihrem Häuschen. Hallo Kata, ich komme zu dir. Oh, hallo. Kommst mal zu mir. So und so. Kuckuck, na? Hallo. Und zack und Moment mal. Du hast hier Besuch. Oh, stimmt. Und hier ist dein Schlafzimmer. Und ich glaube, hier drüben ist dein Badezimmer. Oh, so, so, so nice. Okay, warte mal. Wir können hier ein bisschen zusammen Fernsehen schauen, Kata. Dann sind wir nicht mehr so gelangweilt. Oh, stimmt. Okay, Moment mal. Ich setze mich mal hier hin. Und dann schaue ich mir ein bisschen Fernsehen an. Und schau mal, Kata. Ich kann zum Beispiel sagen, dass du meine Mitbewohnerin bist. Und ja, oh, so cool. Jetzt bist du meine Mitbewohnerin. Und warte mal. Ich kann an deinen Kühlschrank. Oh, ey. Ich mache mir jetzt ein paar Hotdogs bei dir. Guck mal, ich koche ein bisschen so. Kochi, kochi, kochi. So cool. Oh, stimmt. Und Moment mal. Ich glaube, ich muss mal kurz duschen. Oh, sehr cool. Das macht wirklich richtig doll Spaß. Und Kata, weißt du was? Was denn? Wir sollten uns unbedingt eine Arbeit suchen, damit wir wirklich richtig, richtig viel Geld bekommen und unser Häuschen verschönern können. Oh, stimmt. Und ich bin fertig mit meinen Hotdogs. Und warte mal, ich stinke ja richtig. Warum stinkst du? Oh, du stinkst ja wirklich. Was ist denn hier los? Und zack, ich stelle hier die Hotdogs hin. Und jetzt können wir die essen. Und eine Portion nehmen, bitte. Und essen. Und nam, 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 nam. Oh, so cool. Und zack. Und warte mal. Jetzt habe ich nicht mehr so viel Hunger. Aber ich müsste unbedingt duschen. Und was machst du denn da? Ich lese gerade ein interessantes Buch. Oh, sehr cool. Okay, da gehe ich in die Dusche. Und dusche mich ein bisschen so. Duschi, duschi, duschi. Oh, sehr cool. Oh, jetzt stinke ich nicht mehr so. Jetzt geht meine Hygiene ein bisschen nach oben. Das ist wirklich so cool. Oh, sehr, sehr, sehr nice. Und Kata? Was denn? Was für einen Job wollen wir uns denn aussuchen? Oh, das ist eine gute Idee. Moment mal. Ich schaue mir mal ganz kurz an, was es für Jobs ja nochmal alles gibt. Okay, warte mal. Es gibt einmal Kassierer, Friseur, Mechaniker, Pizzabäcker, Essenslieferant, Fischer. Oh, es gibt wirklich so viele Berufe. Okay, warte mal. Dann bin ich Pizzabäcker und zack. So, so, so cool. Aber es wäre auch echt cool. Ich könnte auch Friseurin sein. Oh, das stimmt. Moment mal, ich bin Pizzabäcker. So nice. Moment mal, was muss ich denn hier machen? So, bitte Teig hinzufügen, so und so. Dann kommt hier die Tomatensauce drauf, dann kommt der Käse drauf, dann kommt Schinken darauf und fertig mit der Pizza und... Oh, ich habe die falsche Pizza gemacht aus Versehen. Du Epic, ich habe auch einen Job jetzt. Nämlich bin ich Friseurin. Oh, sehr cool, Katja. Okay, warte mal. So, da kommt die Tomatensauce hier drauf. Dann kommt, glaube ich, Käse hier drauf. Und dann kommt Schinken hier drauf. Und fertig. Und das war die richtige Pizza. Oh, sehr cool. Okay, Moment mal. Dann muss ich mir hier neue Zutaten holen. Und die kann ich hier wieder auffüllen. Dann muss ich mir wieder was holen. Das fülle ich hier auch auf. So und so. Das kann ich auch auffüllen. Oh, sehr cool. Dann mache ich die nächste Pizza. So.
du erstmal den Teig, dann kommt hier die Tomatensauce drauf, dann kommt der Käse drauf, dann ist auf der Pizza ein bisschen Gemüse und fertig. Oh, sehr cool. Moment mal, mein erster Arbeitstag ist fertig und ich habe 19 Geld gemacht. Oh, das hat so viel Spaß gemacht. Okay, Moment mal. Ich bin hier gerade in der Stadt und Katja, wo ist denn dein Friseursalon? Ich bin geradeaus. Hallo Katja, ich komme bei deiner Arbeit vorbei und Kuckuck und... Hi. Hallo. Oh, dein Friseursalon ist wirklich richtig, richtig cool. Hallo Katja, da? Ich mache hier richtig schöne Frisuren, musst du wissen. Oh, so nice. Okay, Moment mal. Ich würde sagen, ich gehe wieder zurück zu meinem Häuschen und baue das ein bisschen um. Gute Idee. Ich arbeite hier noch fertig und dann mache ich das auch. Oh, sehr nice. Okay, das hier ist auf jeden Fall mein kleines süßes Häuschen und da hinten wohnt ja die liebe Katja und ich kann mein Häuschen hier noch ein bisschen upgraden. Ich kann hier in den Baumodus gehen, so und so und jetzt kann ich mein Häuschen wirklich richtig, richtig schön bauen. Ich gehe hier auf Bauen. Was brauche ich denn? Ich brauche eine Treppe. Das ist sehr wichtig. Und warte mal, eine Treppe kostet 300. Ich baue hier eine Treppe hin. Warte mal. So, Moment mal, da kommt hier eine kleine Treppe hin. Da kann man hier immer hochlaufen. Das ist wirklich so lustig. Okay, dann brauche ich auf jeden Fall Fahrzeuge. Katja? Ja? Wir könnten uns auch ein kleines süßes Auto kaufen. Das kostet aber 18.000. Wie nice ist das denn? Oh, das stimmt. Okay, ich hole mir einen kleinen Zaun. Dann nehme ich mir den hier. Und warte mal, den kann ich zum Beispiel hier hinsetzen und hier hin. Dann blumst man hier von der Treppe nicht mehr runter. So cool. Ich kann meinen Garten mit richtig schönen Pflanzen hier dekorieren. So, kommen ein paar Pflanzen hin. Und warte mal, mein Häuschen sieht wirklich schon so lustig aus. Dann gehe ich hier nochmal aufbauen. Dann gehe ich hier zum Beispiel auf Dach. Und was kann ich mir denn für ein Dach kaufen? Ich kann mir so ein Dach hier holen. Was machst du denn da? Hallo Kater. Ich baue hier mein Dach ein bisschen um. Guck mal, wie das jetzt aussieht. So und so und... Oh, was ist denn hier los? Okay, warte mal. Was haben wir denn hier? Wir könnten zum Beispiel einen Briefkasten in mein Schlafzimmer stellen. Sehr cool. Dann würde ich sagen, ich upgrade hier mein Haus ein bisschen. Und zack. Moment mal, Katja. Was denn? Ich habe ein Loch neben meinem Häuschen aus Versehen gebaut. Oh oh. Und weißt du was? Was? Ein Pool kostet 200 Geld und ich habe nur 167. Und Moment mal, Katja. Willst du dein Häuschen auch ein bisschen umbauen? Oh ja, mache ich gleich. Aber ich muss erstmal mich gut hinlegen und schlafen. Oh, das stimmt. Moment mal. Ich habe auf jeden Fall Hunger und naja, ansonsten ist alles gut. Außer der Spaß. Okay, warte mal. Das heißt, ich setze mich hier ein bisschen hin und schaue ein bisschen Fernsehen. Und Moment mal, Katja. Ich kann mir jetzt wieder eine neue Arbeit aussuchen und ich glaube, ich gehe in die Mine. Sehr nice. Oh ja. Willst du auch in die Mine arbeiten? Oh, natürlich. Hallo, Katja. Guck mal, wir sind hier in der Mine. Und hier können wir tatsächlich die ganzen Steinchen abbauen. Stimmt. Und zack und zack und zack. Oh, so, so, so cool. Und bitte mehr abbauen. Das macht wirklich richtig, richtig doll viel Spaß. Ich glaube, hier in der Mine arbeite ich richtig, richtig doll gerne. Ja. Und Moment mal, Katja. Hier sind schon ein paar Erze. Oh, sehr cool. Das wird alles abgebaut. So und so und so. Oh, so, so, so nice. Das macht wirklich richtig doll viel Spaß. Und zack, den habe ich abgebaut. Dann baue ich den hier hinten auch ab. Oh, so cool. Okay, Katja. Ich habe jetzt wirklich schon richtig, richtig viele Steine abgebaut. Und ich sehe noch nicht mal nach oben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe jetzt insgesamt 566 Dollar. Und ich würde sagen, ich beende die Arbeit für heute. Und zack, und ab nach Hause. Oh, so cool. Und zack, das macht wirklich richtig doll viel Spaß. Ich habe 566 Geld bekommen. Das ist wirklich so, so, so cool. Oh, stimmt. Und ich bin wieder zu Hause. Okay, Moment mal. Ich habe richtig doll Hunger. Dann würde ich sagen, ich gehe in den Kühlschrank und esse eine Banane. Und zack, eine Banane bitte. Und njam, 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 njam. Oh, sehr cool. Und Katja, weißt du was? Was denn? Ich werde mein kleines Häuschen noch ein bisschen upgraden. So, Moment mal. Ich würde sagen, ich baue hier einen Pool hin und ich baue den so groß und... Moment mal, was ist denn hier los? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Moment mal, ich habe einen kleinen Pool vor meinem Häuschen. Willst du auch in meinen Pool kommen, Katja? Ja, ich komme. Oh, sehr cool. Und ich kann in meinen Pool reinplanschen und zack. Mein Pool ist zwar richtig klein, aber auch richtig lustig. Und zack, ab in den Pool. So, so, so cool. Oh, stimmt. Moment mal. Hallo. Hallo, Katja. Willkommen in meinem Häuschen. Und warte mal, soll ich dir meinen kleinen Pool zeigen? Ja. Guck mal hier. Oh, der ist ja wirklich winzig. Oh, das stimmt. Aber guck mal, Katja, du kannst hier hochklettern und platsch ab in mein Pool. So cool. Und naja, hier habe ich aus Versehen ein kleines Löchlein gebuddelt. Und Moment mal. Katja? Ja? Nein. Ich komme hier nicht mehr raus. Hilfe, Hilfe. Was soll ich machen?
Ich weiß es nicht. Ich bin hier in mein eigenes Löchlein reingeblumst. Sieht lustig aus. Ach, Mann. Okay, schau mal, Kater. Ich habe mein Häuschen jetzt gelöscht und ich baue jetzt ein ganz neues Häuschen. Schau dir mal mein Häuschen an, Kater. Das sieht irgendwie, naja, ein bisschen komisch aus insgesamt. Und ich habe ja noch gar kein Dach. Oh, Moment mal. Und zack. Und bitte ein Dächlein und ein Dach. Und ich nehme das Dach hier und bitte hier oben drauf. Zack, 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 zack. Und dann hole ich hier ein Dach. Da kommt hier ein Dach oben drauf. Hier auch. Und hier auch. Oh, sehr cool. Moment mal. Vielleicht sollte ich, naja, so ein Dach nehmen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Warte mal. So, und, so, hier kommt ein Dächlein hin. Und hier kommt auch eins hin. Und hier auch. Und hier auch. Schau mal, Katze, wie mein Häuschen aussieht. Oh, warte mal. Ich gucke mir mal ganz kurz an und komm zu dir. Oh, ja. Hallo, Epic. Und Moment mal, wie sieht denn dein Häuslein aus? Das sieht wirklich so lustig aus mit einem richtig bunten Dach. Und ich habe ein paar Fenster reingemacht und so. Und hey, du liegst in meinem Bettchen. Oh, so cool. Okay, Moment mal, Katja. Willst du dein Häuschen auch umbauen? Ja, mache ich jetzt. Oh, ich bin richtig doll gespannt, wie dein Häuschen aussehen wird. Ich hole mir jetzt noch einen neuen Raum. Oh, sehr cool. Oh, dein Häuschen wird dann wirklich richtig, richtig groß sein. Oh, stimmt. Und ja. Zack. Okay, ich habe mein Häuschen noch ein bisschen eingerichtet. Jetzt habe ich hier noch zwei Sofas. Jetzt habe ich hier, naja, ein kleines Feuerchen. Hier ist auf jeden Fall mein kleines Schlafzimmer. Und, naja, hier ist meine Dusche. Oh, sehr cool. Oh, Kater, du machst dein Häuschen ja komplett pink. Oh, stimmt. Oh, das gefällt mir so, so, so gut. Und dein Häuschen ist wirklich schon richtig, richtig groß. So nice. Und warte mal, ich habe eine richtig gute Idee. Und die wäre? Wir könnten unsere Nachbarn ein bisschen besuchen und, naja, bei denen durch die Fenster schauen. Gute Idee. Moment mal, ich mache hier noch gerade mein Häuschen zu Ende. Oh, sehr gut. Da oben ist jemand. Hallo, Nachbar. Guck mal, Kater. Ich kann den Nachbar, naja, hier durchs Fenster beobachten. Oh, stimmt. Warte mal, kann ich hier klopfen? Guck, guck. Darf ich hier rein? Hallo? Und hier ist leider abgeschlossen. Und klopfen bitte. Guck, 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 guck. Darf ich hier rein? Oh, das ist ja wirklich ein richtig schönes Häuschen. Das gefällt mir richtig doll gut. Oh, hallo. Sie macht mir die Tür auf und... Darf ich bitte reingehen? Oh, Moment mal, Kater. Ich bin in dem Haus von unserem Nachbar drin und sieht ja richtig schön tatsächlich aus. Und ich kann hier leider die Tür nicht öffnen. Ach, Mann. Oh, oh. Aber mir gefällt das Häuschen wirklich schon richtig, richtig gut. Und sie hat hier einen kleinen Fernseher und eine kleine Couch. Oh, sehr cool. Das ist wirklich ein richtig schönes Häuschen. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt den Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kater vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.